bis wann ging der Erste Weltkrieg? 1949. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Was machen rote Blutkörperchen? Die machen das Blut rot. Hä, war das nicht ein Dinosaurier? Okay. Du hast recht! Oh mein Gott! Oh Gott! Also, was wir jetzt machen, ist, wir kriegen hier Fragen von, die aus der Schule kommen, also so Schulfachfragen. Das sind alles Sachen, die man eigentlich aus der Schule weiß. Erste Frage, Biologie. Wie viele Knochen hat ein erwachsener Mensch? Ja, ich sag schon mal, ich weiß es nicht, ich will jetzt raten. Okay, ich habe ein grobes Gefühl. Ich hätte jetzt 120 gesagt. Ich hätte irgendwie 250 gesagt. Okay, du sagst 120, ich sag 250. Es sind 206. Es ist so grob in der Mitte gewesen. Grob. Ja, ja, genau, genau. Perfekt. Von welcher Linie erzielt man im Basketball 3 Punkte? Von der Außenlinie. Aber ich weiß nicht, wie die heißt. Die Linie, also... ja, die da so geliniert ist. Die 3-Punkte-Linie. Alter, das hätte man einfach ableiten können. Dass sie, ja, 3 Punkte, dass sie Dreierlinie einfach so blöffen müssen. Scheiße, Mann, scheiße, Mann. Deutsch, Frage aus Deutsch. Wie lautet eines der 4 Versmaße? Jambus? Jambus, Trocheus? Du weißt sowas! Dactylus? Dactylus? Hä, war das nicht ein Dinosaurier, Dactylus? Na, ich bleib bei Jambus, ich bleib bei Jambus. Vielleicht liege ich komplett falsch gerade und beschreibe was ganz anderes, okay. Dactylus war doch safe ein Dinosaurier. Löse einfach auf, ich glaube ich... Du hast recht! Oh, okay. Chemie, wann beginnt das Wasser auf Meereshöhe zu kochen? Das weiß ich. Ich hatte mal so einen Clip gesehen, wo das jemand beantwortet hat oder so. 10 Grad? Ja, aber das weißt du auch, oder? Ja. Sollen wir es gleichzeitig sagen? Okay. Okay, 1, 2... Dreimal darfst du raten, weshalb ich... Maul. Weshalb ich das Video jetzt unterbreche, nämlich... Abo-Button drücken, richtig. 300. 100. Okay, gut. Okay. Cool. Oh mein Gott. Wir waren unsicher kurz. Hast du es gemerkt? Uiuiuiui. Biologie. Was machen rote Blutkörperchen? Die machen das Blut rot. Transportieren die Sauerstoff? Die machen das Blut rot. Ja, 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 auch das. Ist so, das ist gar nicht wahr. Aber kann das sein, dass die Sauerstoff transportieren? Hätte ich halt auch gesagt, ja. Was machen die Weißen? Ist schlimm, wenn man nicht mehr viele hat, das weiß ich. Es gilt auch für die Roten, glaube ich. Rote Blutkörperchen, Erythrozyten. Erythrozyten, ja Mann, Erythrozyten. Ja, voll, sind für den Sauerstofftransport im Blut verantwortlich. Sehr, sehr gut. Guck mal, wir sahen hier ab. So, also die letzten Fragen waren ja... Und sie machen das Blut rot. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wie viele Weltreligionen gibt es? Ja, einmal mich. Den hast du nicht gebracht. Warte, ich muss im Kopf nachzählen. Hinduismus. Buddhismus, ist das Buddhismus, ja. Christentum. Muss Islam. Ist jetzt racist, dass mir jetzt nur 4 einfallen? Mir fallen auch nur 4 ein, bin ich ehrlich. Das wäre es an der Stelle auch von mir. Ja, ich glaube auch. Ich würde jetzt auch 4 sagen. Okay, guck mal. Christentum, Islam, Islam. Judentum, fuck, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie konnte ich das vergessen? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein, ich fühle mich gerade so antisemitisch. Nein, dafür können wir, man hat es halt vergessen. Ja, man ist ja auch in einer Drucksituation, da ist man so ein bisschen brain dead. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen schwierig, das ist jetzt schon ein bisschen... Nein, wir haben es halt vergessen, es passiert. Junge, ich merke, dass jetzt schon Leute auf Twitter schreiben, Rezo, Antisemit. Naja, ich merke das, ich merke das. Geschichte. Von wann bis wann ging der Erste Weltkrieg? So grob bin ich mir da sicher, aber auch die exakte Zahl bin ich mir nicht sicher. Ich hatte die komplette Timeline mal auswendig gelernt, aber das muss man eigentlich wissen, ne? 1949? Nein. Hey, wann war denn der Zweite Weltkrieg, Maluna? Oh, scheiße. 2010? Na, nicht klippen, das ist natürlich nicht ernst gemeint. Also der Zweite war 39 bis 45 und der Erste war 14 bis 18. Okay, Aufklärung. Ja, oha, perfekt. Ja, ich weiß nicht, warum ich 49 im Kopf hatte. Aber ja, ich weiß es auch nicht. Geschichte. Der wievielte Präsident der USA war Barack Obama? Der 69. Ich glaube, ich weiß es. Ja, auch eine Zahl im Kopf, aber... Sollen wir gleichzeitig sagen? Mhm. 3, 2, 1. 1, 46. Perfekt. Hast du 6 gesagt? Ja, ich habe 6 gesagt, wollte sehen, was du sagst und habe mich dann geschämt, weil ich 66 glaube ich... Du hast einfach 6 gesagt. Ja, ich habe gesehen, wie du 46 sagst. Ich so, alles klar, ich hör auf, ich halte die Fresse. Ich hätte 66 gesagt, aber ja, 46 klingt besser, I guess. Irgendwie so um den Dreh.
Ah, der 44. Come on, ich war doch gar nicht so weit weg. Wie viele Ecken hat ein, was, ein Hexadekagon? Hexa nehme ich an 6. Deka hätte ich jetzt gesagt 10. 16? Du, ich habe schon vorgelegt mit dem Ersten Weltkrieg. Also schlimmer ist das, wird es eh nicht mehr. Ne? Ja, 16. Ich glaube, das war ein sausmarter Gedanke von dir. Ich glaube, das war tierisch klug. Boah, Alter. Let's go. Mathe Maluna. Zisch, zisch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Physik, nenne ein Newtonsches Gesetz. Ich will jetzt nicht Schwerkraft sagen, weil das klingt irgendwie nicht richtig. Zeit ist relativ, hat das... Nee, das war der andere. Also der war das mit dem Apfel. Und das war Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung. Beschleunigung. Ist das, gibt es das Beschleunigungsgesetz? Okay, ich gucke, was richtig ist, ja? Trägheit. Aktion, das sagt mir alle. Ja, Wechselwirkungsprinzip. Okay. Noch nie gehört. Doch, das hatten wir in der Schule. Ja, ich bestimmt ich auch. Ich hab's nur vergessen. Geografie. Was ist die Hauptstadt von Kalifornien? Ich hab ein Guess. Ich nicht. L.A.? Das ist einfach so ein Bauchgefühls-Guess. Ja. Weiß ich nicht. Ja, das klingt... Mhm, okay. Nein! Nein! Sacramento. Oh mein Gott. Sacramento. Niemals. Hätte ich nicht gewusst. In welcher Stadt spielt Romeo und Julia größtenteils? Warte. Hat das nicht Shakespeare geschrieben? Und der war doch Engländer, oder nicht? In London vielleicht? Ja, oder halt irgendwo in irgendeiner UK-Stadt so. Ich hätte jetzt England gesagt, aber ich weiß nicht, welche Stadt. Ich hätte London gesagt, aber das ist einfach nur, weil es ja auch... Also einfach nur so. Ich meine, Romeo könnte auch Rom sein. Rom im Namen. Ja, Mann. Das ist ein guter Ansatz, Rezo. Feier ich. Ja, sollen wir gucken? Mhm. Verona. Verona. Oh mein Gott, ja! Ist doch klar. Ist doch klar! Nee, wirklich, Verona kam mir wirklich bekannt vor. So. In welchem Land liegt denn Verona? Spanien. Italien. Ja, Spanien, Italien. Ja. Potato, Potato. Ah. Oh mein Gott. Okay. Nächstes. Biologie. Wie viele Chromosomen hat der Mensch? Ich weiß es. Ich habe einen groben Guess. Ja. Sollen wir gleichzeitig sagen? Okay. Mhm, mhm. 3, 2, 1, 24. 22 habe ich gesagt. Ja, und ich habe 24 gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie auch 22. Ja, okay. Lös auf. Du hast was näher dran, weil 22 Paare wahrscheinlich. Aber dann wäre es immer noch nicht richtig. Nein. Ja, das Ding ist, mein Biolehrer hat mich eh gehasst und hat mir gesagt, dass nichts aus mir wird. Liebe Grüße an der Stelle, ich hoffe, dir geht's gut. Warum wären Engländer irritiert, wenn du sagst, dass du mit deinen Freunden zu einem Public Viewing gehst? Weil die das nicht sagen. Public Viewing? Keine Ahnung, to be honest, aber... Weiß ich nicht, weil bei denen heißt das was anderes. Public Viewing. Oha, eine öffentliche Leichenschau ist das. Das wusste ich nicht. Okay, das ist aber auch ein... Das weiß ich ja nicht. Englisch. Ey, das Ding ist, wir sind fertig. Echt? Das waren alle Fragen. Ja, war mega nice. Ey, ich finde, das war teilweise ein bisschen peinlich, was wir nicht wussten. Aber... War klar, dass es das wird. Es war teilweise auch nicht peinlich. Also manche Sachen wussten wir. Ich finde, das ist okay. Junge, das VOD werde ich mir nicht angucken. Alles klar. Ey, dir noch einen wunderschönen Abend. Bis bald. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Bye. Tschüss. Tschüss.